So, wir stehen heute vor dem Allee-Center in Magdeburg und wir wollen uns mal die Frühjahrskollektionen 2011 ansehen. Und das Ganze mache ich nicht allein, sondern mit Miss Sachsen-Anhalt. Hallo. Hallo. Und mit Modezar Navid Mooshammer. Hallo. Der uns beraten wird zu den entsprechenden Kleidungsstücken, die wir uns hier heute ansehen. Auf geht's. Was trägt denn die moderne Frau 2011? Ich würde sagen, eine Kombi zwischen schick und sportlich. Das kommt immer gut an. So, wir stehen jetzt vor einem Laden, dessen Namen wir aus markenrechtlichen Gründen nicht nennen dürfen. Vor Vero Moda. Und hier kaufen wir jetzt mal ein. Wenn du jetzt einkaufen gehst, wo schaust du nach? Ich mache erstmal so einen generellen Rundgang, um zu gucken, was es überhaupt gibt. Dann machen wir jetzt einen generellen Rundgang erstmal. So ein schicker Blazer zum Beispiel, den kann man immer super kombinieren mit mit sportlichen Sachen zum Beispiel. Polyester ist das ja komplett. Ja. Gut, dann nehmen wir den mal mit. Aber nicht meiner Größe. Ach so, ja, selbstverständlich. Was trägt man denn? 35, 36. Richtig. Was anderes hätte ich auch nicht geschätzt jetzt. So eine schöne weite Hose. Ja. Mit einem Gürtel. Ich halte mal ganz kurz einfach den Blazer. Ich halte mal den noch einfach noch mit dran so. So. Wir können ja auch einfach mal statt dem roten mal ein weißes Top mitnehmen. Das ist dann eher eleganter. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ich finde, sowas würde auch Navid, würde das auch unwahrscheinlich gut stehen. Oder? Hervorragend, oder? Das wäre so ein bisschen der Bruce Willis-Look. So, jetzt gehen wir hier waren wir ja heute schon mal. Ja, aber da haben wir ja nur grob. Es war ja der Grobdurchgang und dann jetzt kommt ja die Feinen. Also man geht einmal grob durch und dann fein? Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Durchgang, oder? Den dritten Durchgang ist dann der Gang in die Umkleide. Aha. Das nenne ich mal durchdacht. Ich würde sagen, ich hole demnächst auch die Schubkarre, dass wir das einfach auch wegkriegen. Du hast dich angeboten zum Tragen. Was ist denn mit Schmuck? Schmuck. Weil ich das gerade sehe, wir können sie einfach mitnehmen, einfach ohne anprobieren. Ja, also ich finde sowas zum Beispiel sehr, sehr schön. Ja, dann nimm doch einfach, pass auf, die gehen doch schnell kaputt. Nimm doch einfach ein paar mehr davon, das merkt doch keiner. Wir haben jetzt 213 Artikel und die probieren wir jetzt mal an. Genau. Ja. Ach, ein Traum, der seinesgleichen sucht. Ich bin auch sehr überrascht, wie ich in kurzer Zeit so ein schickes Outfit aussuchen konnte. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell. Die Klamotten von Vero Moda haben wir jetzt eingesackt und schauen jetzt mal weiter. So, wir stehen jetzt im nächsten Geschäft und wollen mal schauen, wie es hier mit der Frühjahrskollektion aussieht und haben uns aber diesmal kompetente Fachberatung zur Seite geholt, nämlich Sie sind? Deborah Neuhaus. Ja, und sie wird uns jetzt beraten. Was haben wir, was haben wir denn jetzt hier? Also bis jetzt haben wir einen Top. Ja. Und eine schöne Bluse. Absolut. Du probierst einfach mal an und wir schauen uns das danach dann einfach an, wie es ausschaut. Ja. Und dann hole ich auch noch mal Modezar Navid. Wie hieß er? Navid Job hole ich dann nochmal. David und ich ja demnächst an der Mr. Germany-Wahl teilnehmen. Ja. Da haben wir doch Potenzial, oder? Auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir da noch etwas lernen müssen zu laufen. Also richtig zu laufen. Okay. David? Ja, ich als Model weiß ich, wie man läuft. Das mache ich ja täglich im Prinzip. Aber das wäre dann interessant, wie das als Mr. Germany dann wäre. Genau. Nicht gut. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Wir machen jetzt Lauftraining. Ja, so ist es. Okay, Lauftraining ist, glaube ich, damit beendet. Wir schauen mal, was wir noch einkaufen können. So, jetzt wird es interessant. Wir stehen vor einem Dessous-Bekleidungsgeschäft. Ja, Unterwäsche, Bademode. Bademode und auch die Bademode gehört ja einfach zum Frühjahr 2011 dazu. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sowas eigentlich ganz nett mit so ein bisschen Muscheln dran. Aha, da gibt es auch noch das passende Höschen dazu. Das passende Höschen dazu. Ja. Dann die passenden Badelatschen dazu.
Ja, das zieht man dann so drüber über den Badeanzug. Ach so. Jo. Dann können wir ja sowas mal mitnehmen. Ja. Aber nicht in einer XXL. Nein. Sondern in einer XS. Aber XS würde dir auch passen. Ja. Und XXS? Nee, das glaube ich nicht. Ich gebe das mal ab. Und wir werden mal warten. Solange vielleicht Navid. Navid, wo bist du denn? Gefällt dir das, was sie bisher anhat? Oder ist das, beziehungsweise was sie bisher getragen hat? Sieht super aus. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Es ist alles sehr, sie überspringt ein bisschen den Frühling. Wechselt direkt in den Sommer 2011. Aber das muss ja nichts Schlimmes sein. So, Miss Sachsen-Anhalt hat sich umgezogen. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Ja, und wie gefällt's dir? Ja, super. Also dieser Überzieher, der war ja ziemlich lang, aber ich habe den so ein bisschen zurechtgezüppelt, damit es auch ein bisschen schicker ist dann auch am Strand. Richtig. Ich finde ja auch, dass diese aufgestickten Bernsteine und Muscheln super schön sind. Ja. Das ist mir direkt als erstes aufgefallen. Ja, finde ich auch. Habe ich ja gleich gesagt. Ja, richtig. Ich finde, das ist auch so ein Eyecatcher. Ja, schon. Und ansonsten, wie ist das eigentlich Ägypten? Du bist ja nur noch ein bisschen dick geworden. Ja, stimmt. Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die Kilos wieder runter? Ja, mal gucken. Nein, ist natürlich nur Spaß. Ja, ich glaube, da gibt es nichts dran zu mäkeln. Ich sag's immer wieder, ein handgestrickter Abfallsack, auch diesen könnte sie tragen. Und es würde aussehen wie eben ein handgestrickter Abfallsack. Richtig. Was machst du jetzt mit diesen drei Schubkarren voll, die wir eben gerade ins Auto geladen haben? Sind die in einem Vierteljahr wieder in der Kleiderspende? Naja, sagen wir in einem halben. In einem halben, okay. Damit bedanke ich mich bei Miss Sachsen-Anhalt Olga Metzger und ich bedanke mich bei Modezar Navid Job. Und damit gebe ich zurück auf die Couch und wir werden uns jetzt hier noch eine herrliche Gurkenmaske auflegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das mal.